Back to the Roots. Der 52-Jährige ist wieder da, wo alles für ihn angefangen hat. In Litauen. 1992 kam der gelernte Abwehrmann nach Deutschland und spielte unter anderem für die Traditionsclubs Jena und Erfurt, bis er sich dem Traineramt widmete. Und das mit großem Erfolg. Dies haben zum Glück auch die Verantwortlichen in Litauen bemerkt. Deshalb darf ich den jetzigen Co-Trainer der litauischen Nationalmannschaft bei uns begrüßen. Sveiki, beziehungsweise herzlich willkommen, Gediminas Sukšta. Servus, servus. Wie verbringst du denn jetzt gerade diese fußballfreie Zeit? Hast du ein neues Hobby gefunden oder irgendwas an dir entdeckt, was du jetzt besonders gut kannst? Nein, ich glaube nicht, dass ich irgendwas besonders gut kann. Mit der Münchner Fußballschule dürfen wir in rund um München, nicht überall, aber in bestimmten Kreisen dürfen wir noch Einzeltrainings machen. Sonst ist natürlich Amateurfußball oder Herren ist eher nur über Distanz. Ja, und sonst natürlich dazu ist Nationalmannschaft gekommen und jetzt habe ich Zeit, Spieler zu analysieren, unsere Gegner anzuschauen, die kommenden Gegner. Wieso hast du dich für den Schritt damals entschieden, nach Deutschland zu wechseln? Ich habe in Litauen gespielt. Wir haben in UdSSR natürlich in der ersten Liga gespielt. Da war ich sehr junger Spieler. Und dann haben wir Unabhängigkeit bekommen als litauische Republik. Und dann wollte ich wechseln. Aber wechseln dürfte ich nur über Russland, nach Ausland, nach Westen, meine ich. Da ging ich dann zu Lok Moskau, habe ich bei Lok Moskau gespielt. Und dann wollte ich nach Deutschland. Weil Grund ganz einfach, meine Frau war schon in Deutschland, die hat studiert, da war schon ein Sohn unterwegs. Das heißt, da war so eine sehr, sehr spannende, schwierige Zeit. Und dann habe ich natürlich für Deutschland entschieden. Erstmal ohne Verein, erstmal zu der Familie. Und dann hat sich das alles entwickelt. Wie war denn für dich die Umstellung? Hattest du eine große Sprachbarriere oder bist du ganz einfach in die deutsche Sprache reingekommen? Ich habe Glück gehabt, dass ich vielleicht Glück, Pech, ich weiß es nicht. Ich habe Verletzung, Kreuzbandriss und ich lag im Krankenhaus, habe ich Haufen Zeit, deutsche Sprache zu lernen. Und ich konnte in drei Monaten konnte ich schon sehr viel verstehen. Habe ich auch einfache Zeitungen gelesen, zum Beispiel Sportbild habe ich gelesen. Und so habe ich mich sage ich mal, an die Sprache gewöhnt. Mit Erfurt verbindest du wahrscheinlich auch eine sehr, sehr positive Erinnerung. Und zwar hast du dich in Erfurt dann für die litauische Nationalmannschaft empfohlen. Wie war denn das Gefühl, für sein Heimatland auflaufen zu dürfen? Kam das auch überraschend, dass du dann nominiert wurdest? Ja, auch. Ja, wie jetzt. Also ich war in der dritten Liga. Also dritte Liga war für damalige litauische Mannschaft, da war irgendwie ein nicht so akzeptabel. Da haben wir sehr gute Spieler, die in den ersten Ligen gespielt haben, im Ausland, im Westen. Aber ein Spiel gegen Schottland werde ich nicht so schnell vergessen, ja klar. Im Jahr 2003 beendest du dann deine aktive Karriere und sattelst dann auf den Trainer um. Wieso hast du dich dafür entschieden? Geht ein Leben ohne Fußball bei dir gar nicht oder was war da der Grund dafür? Das ist ganz einfach. Nach der Fußballkarriere habe ich mir Auszeit genommen und habe ich nachgedacht, was ich machen soll. Das sollte vielleicht jeder machen, wenn einer unzufrieden ist mit irgendwas oder einen neuen Weg einschlägt. Und ich habe einfach Gedanken gemacht, was ich am besten kann. Du bist ja auch momentan Trainer beim VfB Hallberg-Moos, hast jetzt auch um ein Jahr verlängert mit deinem Co-Trainer, mit Herrn Bayer Kuhnlein. Dir scheint es ja dort auch ganz gut zu gefallen, oder? Ja, ich habe schon gesagt, also Hallberg-Moos ist eine tolle, tolle Truppe. Gleichzeitig ist es ein sehr tolles, sehr gutes Umfeld. Also Leute lieben Verein und arbeiten für den Verein. Momentan befindet ihr euch ja auf dem zweiten Tabellenplatz, punktgleich mit dem ersten und ein Spiel weniger. Man könnte von Aufstiegsambitionen bei euch sprechen, oder? Aufstiegsambitionen sollten immer da sein für einen Verein, der jahrelang oben mitgespielt hat. Und da haben wir alle hingearbeitet, dass wir unser Ziel erreichen. Und jetzt in jetziger Situation sind wir Tabellenzweiter. In der Regel steht so, dass wir das Koeffizient gerechnet wird. Und dann sind wir auf Tabellenplatz 1.
Du bist jetzt Co-Trainer der litauischen Nationalmannschaft. Was sind denn deine Aufgaben genau dort? Spielanalyse, was musst du noch machen? Für was bist du noch zuständig? Meine Aufgabe ist eher Live-Gegneranalyse sozusagen im Spiel, dass ich Gegner beobachte und Veränderungen feststelle und dann kommuniziere ich mit dem Cheftrainer. Tatsächlich, das ist die Aufgabe, was ich früher nicht gemacht habe. Als Cheftrainer war ich selber immer. Ja, und da beobachtet man eigene Mannschaft zu 80%. Jetzt beobachte ich den Gegner zu 80%. Ihr hattet ja schon Spiele. Ihr habt zwei WM-Qualifikationsspiele gehabt. Einmal gegen die Schweiz sowie gegen Italien. Beide gingen knapp verloren. Kannst du trotzdem zufrieden sein mit dem Auftritt deiner Mannschaft? Ich meine, das sind zwei sehr, sehr große Fußballnationen. Ja, wir sind kleine Fußballnation, darf man nicht vergessen. Bei uns ist Fußball nicht Nummer eins, bei uns ist Basketball ist Nummer eins. Aber das ist keine Entschuldigung. Das wurde einiges verpasst im Jugendfußball die letzten Jahre. Und aus diesen Jungs muss man ein Kollektiv, eine Truppe zusammenkriegen, die gegen Schweiz und Italien besteht. Also das ist eine große Herausforderung, gar keine Frage. Unser Ziel ist natürlich ganz klar zu fighten, zu kämpfen und dann, wenn uns Gegner erlaubt, auch spielerische Elemente, dass wir auch spielerische Elemente bringen. Und das hat gegen Schweiz und Italien sehr gut geklappt. Hast du denn auch ein Trainervorbild? Gibt es irgendwen, den du nacheiferst, den du bewunderst auch für seine vielleicht auch taktische Ausrichtung? Nein, nicht wirklich. Also so wie Hansi Flick spielt oder so wie Nagelsmann spielt und Pep davor bei Bayern oder jetzt bei Man City. Also das sind schon sensationelle Sachen, was die machen. Also Kloppo ja auch, sollte man dazu zählen. Das ist ein bisschen anders, wie er das interpretiert. Aber das sind so die Trainer, die mit dem System, mit offensiven System, mit Ballbesitz, Gegenpressing, natürlich, die haben die letzten 10 Jahre geprägt. Was sind denn deine Ziele jetzt für die nächsten, sagen wir mal, 2, 3 Jahre? Und da will ich einfach bessere Trainer werden. Und vor allem, früher gab es autoritäre Trainer, jetzt gibt es kollegiale Trainer. Und die Psyche spielt eine deutlich größere Rolle. Also nicht nur die Fähigkeiten einer Mannschaft, irgendwie die Prinzipien zu vermitteln, sondern auch die Menschlichkeit spielt eine sehr, sehr große Rolle. Weil da kann man aus den Spielern noch mehr rausholen. Würde ich mal sagen, wir beenden hier das Ganze. Es hat mir natürlich super viel Spaß gemacht, mit dir zu quatschen. War sehr, sehr interessant.